Boah, das zieht jetzt aber im Bauch. Puh, ich muss mich hinsetzen. Sarah, ist alles okay bei dir? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Baby will so langsam aber sicher raus. Oh, bist du sicher? Dann rufe ich gleich meine Eltern an. Ruf sie mal an. Vielleicht können Paul und Alex zu ihnen rüber. Sie sind nicht zu Hause. Dann rufe ich jetzt schnell Nicole an. Du meine Güte, der Kofferraum geht schon fast nicht mehr zu. Und das Zelt muss ja auch noch rein. Oh oh. Warte, ich helfe dir. So, zu. Aber ich habe fast keinen Platz mehr zum Sitzen. Ja, was müsst ihr auch so viel mitnehmen? Ihr wollt doch nur 2 Tage zum Zelten. Das Telefon klingelt. Ich gehe mal schnell rein. Hallo Martin. Was? Es geht los? Ja, eigentlich wollten wir zelten gehen, aber klar. Ja, ist gut. Michael, Sarah bekommt das Baby. Toll, aber dann müssen wir hier bleiben. Ja, das sollten wir. Opa und Oma sind nicht da. Paul und Alex kommen dann zu uns. Nur etwas ärgerlich, dass wir das ganze Gepäck jetzt im Auto drin haben. Das war jetzt komplett umsonst. Jetzt können wir alles wieder ausladen. Also Jungs, ihr dürft jetzt zu Anna und Lena, okay? Tschüss, Mama. Wenn das Baby da ist, dann rufen wir euch sofort an. Ich bringe euch jetzt rüber. Kommt mit. Hallo. 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 Toll, dass jetzt endlich eure Schwester zur Welt kommt. Ja, Schwester. Ich gehe jetzt gleich wieder zu Sarah. Hoffentlich geht alles gut. Viel Glück. Ich habe schon mal den Koffer fürs Krankenhaus geholt. Vielleicht lege ich mich aber noch ein wenig hin. Puh. Oh, das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir doch los, Martin. Gut, gehen wir. Ah, das zieht immer mehr im Bauch. Fahr schneller, Martin. Ah. Es geht nicht schneller. Es ist so viel Verkehr. Oh nein. Wie viele Schüler wollen denn jetzt noch über die Straße? Na endlich! Martin, ich glaube, das Baby kommt. Ja, was soll ich denn machen, Mensch? Oh nein, auch noch eine Baustelle. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich noch sitzen soll. Oh Martin, wenn das Baby im Auto kommt... Daran will ich gar nicht denken. Ich fahre jetzt einfach so schnell, wie ich kann. Oh je, diese Baumaschinen. Der ganze Boden vibriert. Es tut mir jetzt gar nicht gut. Puh. Okay, Sie können fahren. Martin, ich kann bald nicht mehr. Da vorne ist ja das Krankenhaus. Aber warum geht es denn jetzt schon wieder nicht weiter? Ein Unfall. Was machen wir denn jetzt? Sie sind mir hinten drauf gefahren. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Jetzt habe ich aber eine Idee. Das ist ja auch schließlich ein Notfall. Meine Frau bekommt ein Baby. Atmen Sie ganz ruhig. Wir bringen Sie sofort in den Kreissaal. So, da sind wir. Wir legen Sie jetzt rüber auf das Bett. Oh ja, das ist ja gleich schon soweit. Sie müssen nur noch einmal kräftig pressen. Du hast es gleich geschafft, Sarah. Halte durch.
Herzlichen Glückwunsch, ein Mädchen. Wunderschön. Oh, wie schön. Wie soll sie denn heißen? Sie soll Mia heißen. Darf ich sie auf den Arm nehmen? Gleich. Ich muss sie noch kurz untersuchen, wiegen und etwas sauber machen. Ja, du kleine Maus, ich bin dein Papa. Und schau mal, das hier ist deine Mama. Sie ist so süß. Hier ist noch ein Bettchen für später. Legen Sie sie ruhig erstmal bei sich auf den Bauch. Aber Sie haben ja auch schon viel Erfahrung mit Babys. Ja, das haben wir. Unser Baby ist da. Sie heißt Mia und ist fit und munter. Herzlichen Glückwunsch! Das ging aber schnell. Oma und Opa sind bei uns. Sie waren nur mit Rufus Gassi. Wann dürfen wir euch besuchen kommen? Super! Ja, wir kommen! Papa, Mama! Hallo Jungs! Wo ist das Baby? Das liegt neben uns im Bettchen. Schau mal deine Schwester an. Oh, wie süß! Wie süß! Ist sie niedlich? Wir werden viele lustige Sachen zusammen machen. Oh ja, das glaube ich. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ihr könnt hier auch unseren Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier noch eins dieser drei Videos anklicken und gleich eine weitere Geschichte anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.